Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres MacPom-Weit-Magazins Wirtschaftsfenster MV. In dieser Sendung schauen wir uns an, wie E-Mobilität für mehr Lebensqualität auf dem Dorf sorgt. Wir werfen einen Blick in eine neu gebaute Schule in Wismar. Und jetzt zum Auftakt ziehen wir mit den Beteiligten vor Ort Resümee zur aktuellen Umgestaltung eines zentralen Stadtbereiches in Neustrelitz. Entspannende Aussichten am Zierker See. Auch zum Herbstanfang nutzen viele Besucher die ungewöhnlich warmen Tage für eine Bootstour oder einen Kurzausflug an den Neustrelitzer Stadthafen. Langsam aber stetig hat sich hier in den letzten Jahren ein echter Tourismus-Hotspot entwickelt. Um Stadtzentrum und Hafen adäquat miteinander zu verbinden, wurde nun auch ein wichtiges Verbindungsstück saniert. In der Semmelweisstraße ist in Zusammenarbeit mehrerer Institutionen ein echtes Filetstück der Stadtentwicklung entstanden, meint der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas Grund. Ja, es ist ein ganz zentraler Ort. Wir haben jetzt jahrelang immer vom Entwicklungsdreieck auch gesprochen, dem Stadtzentrum als Kraftfeld, dem Stadthafen, dem Bereich Schlossgarten. Und hier kommt quasi alles zusammen. Jeder, der Neustrelitz sehen will und von hier aus die Stadt erobert, sollte hier seinen Ausgangspunkt nehmen, das Stadtzentrum ansehen, sich die Uferzone Zirker See ansehen oder den Schlossgarten erleben. Und ich glaube, da haben wir eine gute Abrundung eines solchen Bereiches hier hinbekommen. Letztes Abschlussgespräch der Projektverantwortlichen nach Vollendung der Maßnahme. Rund 680.000 Euro hat die Stadt Neustrelitz in die Neugestaltung des Platzes, in Gehwege, Parkplätze, Auffahrten und Beleuchtungskonzept investiert. Unterstützt wurde das Projekt vom Land aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Darüber hinaus hat auch die Neustrelitzer Wohnungsgesellschaft zur Aufwertung des Straßenabschnitts beigetragen. Die Neuwo übernahm die Gestaltung der Außenanlagen vor dem Karolinenstift, dem ehemaligen Neustrelitzer Krankenhaus. Wir haben hier 320.000 Euro insgesamt investiert. Wir haben eine Förderung über EFFEL bekommen von 205.000 Euro. Da sind wir sehr froh drüber. Aber besonders stolz und froh macht es uns, dass wir in diesem Blockbereich Semmelweisstraße, so ist der technische Begriff, dort also mitwirken konnten. Und dass insgesamt die Fläche, die sich so darstellt, wie sie ist, sag ich mal, in einem sehr guten Zustand ist. Und ich denke mal, die Neustrelitzer können stolz darauf sein. Auch für das Straßenbauamt Neustrelitz geht hier ein langjähriges Projekt zu Ende. Schon 1998 begann abschnittsweise die Sanierung der L25, Ortsdurchfahrt Neustrelitz. Im letzten Abschnitt der Semmelweisstraße wurde die Fahrbahn grundhaft saniert und das Entwässerungssystem erneuert. Im Gesamtbereich der L25 der OD Neustrelitz sind wir jetzt zum Abschluss gekommen. Und das ist für uns sehr erfreulich, dass wir diese große Investitionssumme, die sich damit auch ergeben hat, von etwa 8 bis 10 Millionen Euro über diese 22 Jahre hier in der Stadt Neustrelitz auch investieren konnten. Ein Großprojekt, das trotz drei beteiligten Institutionen fast zeitgleich zum Abschluss gebracht wurde. Entstanden ist eine repräsentative Verbindung zwischen Zentrum und Hafen mit aufgewerteter Aufenthaltsqualität. Schon häufiger haben wir in unserem Magazin darüber berichtet, wie auch schulische Infrastruktur in unserem Land in großem Maße von den Fördermöglichkeiten aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung profitiert. Ein weiteres Beispiel zeigen wir Ihnen jetzt in Wismar. Die Schulstiftung der Nordkirche, Träger der Schule Evangelische Schule Robert Lansemann in Wismar, baute im Bereich Lehnensruher Weg 28 den Neubau eines Schulgebäudes. Der Neubau der Robert-Lansemann-Schule ist H-förmig über einen großzügigen Schul- und Eingangshof mittels Zebrastreifen über den Lehnensruher Weg mit der gegenüberliegenden Horteinrichtung verklammert.
Die Schule gliedert sich in zwei Gebäudeflügel, die über das zentrale Foyer verbunden sind. In dem modernen Schulgebäude befinden sich die Klassenzimmer der Stufe 1 bis 6 sowie die große Aula. Die Bauphase dauerte von Oktober 2018 bis November 2019. Knapp ein Jahr wird nun in diesem Gebäude gelehrt und gelernt. Die Schulleiterin Steffi Wolf ist seit 5 Jahren an der Robert-Lansemann-Schule. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch und Religion. Nun zieht sie Bilanz über das erste Jahr im Neubau. Wir sind mit ganz viel Freude vor fast einem Jahr hier eingezogen, hatten dann auch das große Glück, dass wir die Adventszeit hier erleben konnten. Und das war natürlich für die Kinder und auch für die Kollegen eine ganz wunderbare Zeit, weil wir die tollen neuen Möglichkeiten, die wir haben an Platz und auch, auch an digitalen Zugängen hier in der Schule eben gut nutzen konnten. Zu Corona-Zeiten erwies sich der Neubau als sehr zweckmäßig und vorteilhaft, um die aktuellen Hygieneregeln einzuhalten. Wir hatten dadurch zum Beispiel die Möglichkeit, alle zwei Tage die Kinder zum Präsenzunterricht hier zu haben. Die Schule hat 24 Türen und das vereinfacht natürlich auch einiges, da wir dann auch keine Überschneidungen beim Reingehen oder beim Hinausgehen der Kinder hatten. Und im Großen und Ganzen weiß ich manchmal nicht, wie wir es hätten schaffen sollen in den alten Verhältnissen, die wir hatten. Also damals mit den zwei Gebäuden und der Doppelnutzung auch vom Hort und Schule und so weiter. Also zusammengefasst kann man sagen, für uns war die Schule ein großer Segen und kam auch zum richtigen Zeitpunkt. Die Gesamtkosten für den Neubau beliefen sich auf ca. 5 Millionen Euro. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung EFRE förderte das Projekt mit einer Gesamtsumme von rund 3 Millionen Euro. Liebe Zuschauer, Mecklenburg-Vorpommern ist bekanntlich ein Flächenland. Und das Leben auf dem Lande ist nicht nur idyllisch, sondern birgt auch seine Herausforderungen im Alltag. In unserem letzten Beitrag für diese Sendung zeigen wir Ihnen, wie Eigeninitiative, Unterstützung und jetzt auch moderne Energienutzung das Mobilitätsangebot in und um Töppin verbessert. Er ist groß, er ist antriebsstark und trotzdem umweltfreundlich. Der neue Bürgerbus in Töppin bei Altentreptow fährt mit Elektromotor. Unterstützt wurde diese Neuanschaffung vom Land Mecklenburg-Vorpommern und dem Betreiber hiesiger Windkraftanlagen, der Naturwind Schwerin GmbH. Das Projekt Bürgerbus ist eine ehrenamtlich getragene Initiative des Töppiner Forums. Also das Töppiner Forum ist ein eingetragener Verein, als gemeinnützig auch anerkannt. Und wir befassen uns im Wesentlichen mit der Alten- und Jugendhilfe und versuchen hier in das kleine Örtchen Töppin wie auch in die Nachbargemeinden wieder etwas mehr kulturelles Leben reinzubringen. Das beginnt mit Tanzen, das beginnt mit Musizieren, geht dann auch über die Gestaltung von Dorffesten bis hin zur Weiterbildung an EDV, an Computern und Ähnlichem. Und natürlich auch der Bürgerbus, der gehört dazu. Bisher fuhr der Bürgerbus klassisch benzinbetrieben. Seit Anfang September steht nun eine umweltfreundlichere Variante zur Verfügung. Die Leasingrate für das Fahrzeug übernimmt der Verein. Die Bereitstellung der Energie erfolgt über die Firma Naturwind, die auch für die Unterhaltungskosten aufkommt. Über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützte das Land die Ladesäuleninfrastruktur mit ca. 12.000 Euro. Seit 2011 befördern die ehrenamtlichen Fahrer Kinder aus entlegenen Regionen per Bürgerbus zur Schule. Während und nach der Unterrichtszeit kommt der Bus Menschen zugute, die aufgrund ihres Alters oder durch Behinderungen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Was den Bürgerbus angeht, sieht es so aus, dass die Abdeckung durch den öffentlichen Personennahverkehr bei uns im ländlichen Raum eigentlich sehr dürftig ist. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, von Professor Bratzel im Wesentlichen vorangetrieben, diese Situation zu ändern, indem der Verein sich ein Fahrzeug beschafft, das war im Wesentlichen durch Spenden getragen und dann bedürftige Bürger von A nach B fährt. A wäre dann der Wohnort und B in der Regel die naheliegende Stadt Demmin oder Altentreptow oder auch Staffenhagen. Ehrenamtliche Mobilitätsunterstützung gelingt nun auch auf Basis nachhaltiger Energienutzung. Und da die Infrastruktur nun geschaffen ist, denkt der Verein schon einen Schritt weiter.
Folgen soll eine zweite Ladesäule, die dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Das waren sie, unsere drei Beiträge. In der nächsten Ausgabe 598 erwarten Sie hier dann neue Streiflichter aus Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft, Tourismus und Infrastruktur. Wirtschaftsfenster MV.